Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Castle Clash. Wie ich ja gesagt habe, ich möchte jetzt ein bisschen mehr auf dem, also ein bisschen mehr spielen. Cool, es gibt neue Angebote. Ich sammle erstmal alles an täglichen Belohnungen ein. Oh, stimmt, da habe ich noch meinen Vierer wiederbeleben. Muss ich noch schauen, wo ich das drauf mache. Okay, so, dann wollen wir mal schauen, wir brauchen für unsere Mana-Mühlen 5 Millionen. Wir haben 8,4 Millionen Lager. Ich weiß gar nicht, ob ich Zauber dabei habe. Sieht nicht gut aus. Ja, ich brauche jedenfalls mal kurz Zauber. Ups. Gut. Dann gehen wir jetzt mal ein wenig auf Beutesuche. Ich weiß nicht, warum das so nah dran ist. Kann ich einfach rauszoomen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, wobei. Jo. Ich sehe schon, die Mauer kann man mittlerweile höher machen. Aber bei der hier hat. Ordentlich. Ah ne, nicht einfach nur daran, dass es andere Skins dafür gibt. Gut, das wäre ein Angriff Nummer 1 gewesen. Dann holen wir uns direkt Numero dos. Ist aber auch eklig, wie viel Zauber so kosten. Ich finde ja, das müsste irgendwie besser gemacht werden, weil ich kann nicht 200, nee, 300.000 Gold für einmal Zauber holen. Ah, komm her, den machen wir nicht. Wir machen einfach nur Victory. Wir haben jetzt 5,230.000. 230.000. Viel zu viel. Viel zu viel. 230.000. Ach ja, und falls man sich wundert, mit wem ich angreife, ich greife mit Rudolf, Kürbisherzog, Gargoyle, Captain Weißbart, Rockno und Vlad Dracula an. Also alles Champions, die flächenbasiert sehr viel Schaden machen. Dadurch brauche ich meistens nur etwa, also nur Aaskalla, Schutzengel und den Eiszauber. Eiszauber nur dazu, damit die Helden nicht gestunt werden und Aaskalla einfach, dass das noch alles schneller wird, obwohl ich schon den Kürbisherzog dabei habe. Das hat dazu Folge, dass das praktisch so explodiert, die Base, wie sie es halt tut. So. Ich weiß nicht, ob das hier genauso schön funktioniert. Schauen wir mal. Ich auf jeden Fall einmal. Ich glaube nicht. Nee. Oh, ja. Ja. Man sieht, also im Vergleich zu Clash of Clans ist es halt so, du hast hier an sich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einen guten, also normal machst einen vernünftigen Angriff, wo halt vernünftig Loot rauskriegst. Oder der Angriff geht halt komm in die Hose und du verlierst all deine Helden. Gut. Können wir jetzt schon mal. Cool. Es gibt neue Stile, obwohl die absolut hässlich aussieht. Warte mal, kann ich das hier? Ne, geht nicht. So, das wird das. Ich glaube, ich kann nichts anderes machen. Sogar hierfür braucht man halt. Ich weiß auf meinem besten Willen nicht, warum man für Truppenlager Gold braucht. Ich würde es mit Mana für cooler finden. Ja. Cool. Das war's eigentlich schon.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, wobei das ist halt, ja. Dann können wir gleich noch ein wenig einmeißeln. Geschweige denn, ich finde noch einfach den Gegner. Oh, der sieht lecker aus. Der sieht wirklich lecker aus. Ah, ich glaube, das geht. Ah, ich glaube, es geht schief. Gut. Aber wenn man 1,3 Millionen Gold, 715.000 Mana bekommen. So, dann können wir mal schauen. Wer ist denn vom Level her vom Au Ausrüsten, vom Einmeißeln am niedrigsten? Gut, wir haben Level 80, Level 81, Level 81, Level 92, Level. Level 73. Gargoyle. Den können wir ein bisschen einmeißeln. Cool. Gibt auch Feinmacht. Und dann fehlen uns jetzt noch 14.000 Macht und dann sind wir im. Ich weiß nicht, was kommt danach. Imperator 2 sind wir dann. Es geht mittlerweile so hoch, das ist unfassbar. 600.000 Macht. Ich weiß gar nicht, wie viel hat denn der höchste im Moment. Ups. Oh, das ist halt schon fast frech, ne? 1,3 Millionen Macht. Hariasses. Und tatsächlich sieht absolut, also die Skins sehen teilweise echt absolut hässlich aus. Aber zumindest gibt es noch was Neues. Wobei echt, also. Puh. Gut, muss man mögen. Ich mag es nicht so. Ich finde es ehrlich gesagt mehr hässlich. Aber okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Meister-Dungeons machen können. Vielleicht mit Zaubern. Ah, habe ich sogar dabei. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen. Na, wir gehen da mal so rein. Moin. Ah, ich stunne immer lieber. Da geht es ein bisschen flatter. Hoffe ich mal auf jeden Fall. Ja, geht alles recht schnell. Sind auch noch die Easy Meister Dungeons, also. Ja, das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Sieht man auch an den Belohnungen, weil die halt eigentlich absolut nichtig sind. Oh, falsch. Ah, die können wir auch noch. Oder? Nehmen wir den mit? Ich weiß nicht, 600.000 für beide. Ist halt eigentlich gar nicht mal so viel, ist halt eigentlich gar nichts. Aber. Nehmen wir einfach mal mit. Knackig, gut. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall noch einmal im Meister Dungeon einen zweiten machen hier. Gehen wir da am besten rein. Zack, zack. Let's go. Ups. Ja, das ist halt absolut eklig. Weil das so wahnsinnig viel Stunt. Oh, ich habe Ares Collar vergessen. Ah, ich habe Ares Collar vergessen. Ich habe Ares Collar vergessen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Weil ich halt Evo-Helden habe und das sind halt normale Legendaries auf 106 und das ist halt absolut nichts. Gut. Ich würde dann sagen, das war's dann mit dem Video. So. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich möchte halt die Videos nicht absolut lange halten. Ich möchte halt eher so kurz halten. Ich möchte dafür ein bisschen was machen in den Videos. Wie jetzt zum Beispiel ein paar Angriffe machen, ein paar Dungeons machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.